Drei erfolgreiche Tage für die Armeeausstellung in Murgarten. Die Schweiz feiert 700 Jahre Murgarten. Einer der Höhepunkte des Jubiläumsjahres ist das große Volksfest im Eggerital. Auch die Armee ist präsent. Entlang eines Parcours in der Landschaft zwischen Sattel und Oberäggeri kann der interessierte Besucher die Mittel und Bereiche unserer heutigen Milizarmee erleben. Angehörige der Armee geben bereitwillig Auskunft über die Ausrüstung ihrer Truppe. Die Besucher sind im Zentrum und die Besucher werden ein Erlebnis hier haben. Ich freue mich, Leute zu sehen, die vorbeikommen werden, die lächeln werden, indem sie sehen, was für eine Qualität wir anbringen und mit Freude unsere Soldaten begegnen können. Notabene, unsere Soldaten sind auch Bürger und dementsprechend diese Thema Bürger mit Bürger zusammen. Das wird ihr wirklich miterlebt. Der immense Aufwand hat sich gelohnt. Trotz des phasenweise regnerisch trüben Wetters finden rund 60.000 Besucher den Weg zur Armeeausstellung mit ihren zahlreichen Attraktionen. Sie zeigen sich beeindruckt. Was die Armee uns gezeigt hat, vor allem, als wir jetzt am Samstag schauen, das war sehr stark. Und auch wie die Armee, also wie die einzelnen Leute so positiv waren. Die sind auf einem zugekommen, nicht irgendwie versteckt und das Gefühl, oder hoffentlich fragt niemand. Das hat mich also echt überrascht. Die Wanderausstellung «Deine Armee» ist hier nur ein Programmpunkt neben vielen anderen. Aber auch sie trifft auf großes Interesse, gerade beim jüngeren Publikum. An anderen Ausstellungsstandorten wird vermehrt auf aktive Beteiligung gesetzt. Also ihr seht hier bei der Infanterie im Stand zum einen unsere Fahrzeuge, die wir haben, die zwei verschiedenen, der Radschützenpanzer 8x8 und der GMTF. Wir haben verschiedene Posten, die man machen kann. Wir haben im Wald oben einen Beobachtungsposten, wo man auch reinliegen kann, mit einem Wärmebildgerät. Zudem haben wir ausgestellt unsere Fahrzeuge, die man rein können. Da können sie mit dem neuen Waffensystem, das vollautomatisch ist, auch selber herumfahren und damit das Gebiet abkundschaften. Die Armee zeigt Biss. Und sie vermag nicht nur bei Männern zu punkten. Die verschiedenen Sachen zu sehen, die alles gibt, also eben die verschiedenen Fahrzeuge und vielleicht auch Waffen, die es heute häufig gibt. Es gibt ja auch immer wieder Neues. Und die Kinder haben natürlich auch den Plausch. Vor allem der Kletterturm der Gebirgsinfanterie lässt Kinderherzen höher schlagen. Bei allen Altersklassen beliebt ist der Fährbetrieb auf dem Eggerisee. Ja, mir gefällt allgemein so Militärsachen. Also wir wollen schauen, was neu herum ist. Und ja, ist unsere Landesverteidigung. Und hier oben haben sie auch Kriege gehabt. Und vor 700 Jahren. Und das ist jetzt schön, dass man hier Sachen sieht. Hoffentlich braucht es nicht, aber es ist schön, wenn die Armee so Sachen hat. Ich finde das sehr gut. Es ist sicher eine Möglichkeit, um das wieder ein bisschen aktuell zu machen und zu präsentieren, in der heutigen Zeit sowieso, wo es einen Haufen ja, Leute hat in dem Land, die denken, ja, das ist ein Paradies für uns und das ist automatisch und das ist gegeben. Es braucht aber noch ein oder andere dazu. Das Jubiläumsfest und die Armeeausstellung mit ihren Feierlichkeiten und Attraktionen werden Beteiligten und Besuchern in bester Erinnerung bleiben. Die Präsentation der Armee erfüllt die Soldaten mit Stolz und hinterlässt ein Strahlen in den Gesichtern der Bevölkerung. Das gehört ein bisschen zusammen, die Armee und Murgarten und die Schweizer Bürger sein. Das ist etwas, das unter uns Schweizern gefeiert werden muss. Das finde ich schön, traditionell.